Heute habe ich ein Meme, das ganz einfach ist und ganz süß. Als einer meiner Lieblingsmemes. Es ist wirklich putzig und es beruht auf einem, sagen wir mal, auf einem orthografischen Missverständnis, aber darin liegt der Witz. Gucken wir mal hier. ¿Cómo se despiden los químicos? Ha sido un placer. Meine erste Frage ist hier, wie viele Verben haben wir hier? Und darin liegt eigentlich schon der Witz. Wenn wir das Meme lesen, sehen wir ein einziges Verb und das despiden, das ist despiden. Wenn wir das Meme aber hören, ist die Antwort, ha sido un placer, hören wir noch ein zweites Verb. Aber schauen wir mal Wort für Wort. Como mit Akzent drauf ist das Fragewort wie. Und unser Verb hier ist despiden, Mehrzahl, die Ejusform in der Gegenwart. Und es ist der Infinitiv despedir. Und wir sehen ja, davor ist ein se, also gehört das mit zu unserem Verb. Es ist despedirse, sich verabschieden. Und da despedirse ein IR-Verb ist und die IR-Verben tanzen oft aus der grammatikalischen Reihe, verändert es das E von despe, also das zweite E, wird zu I. Das passiert uns ganz typisch. Wir kennen das von desir, dass aus dem E plötzlich ein I wird, wenn wir sagen digo, dices, dice, dicen. Und das passiert hier auch bei despedir, wird ein I, despiden. Wenn ich jetzt die Ich-Form gebrauche, würde ich sagen, ich verabschiede mich, me despido. Und anschließend haben wir jetzt los químicos. Wie verabschieden sich die Chemiker? Ist vielleicht ein bisschen schwierig zu erkennen, von Chemiker zu Chemikus. Einzahl wäre el químico. La química ist die Frau, die Chemikerin, aber auch die Chemie. Es ist beides. Also wie verabschieden sich die Chemiker? Und die ganz putzige Antwort ist, hört mal nur zu, wenn du zuhörst und ich sage, ha sido un placer, dann hörst du vielleicht perfekt a sido. Es ist gewesen, un placer, ein Vergnügen. Das ist also eine Floskel, so wie schön dich kennengelernt zu haben, schön dich kennenzulernen. Es war mir ein Vergnügen. Es war ein Vergnügen. Ha sido. Und das schreibt man so. Stattdessen wurde es aber hier geschrieben, ha sido oder ha sido. Es klingt genauso. Es ist aber das Wort für Säure. Und darin liegt der Witz. Wir reden hier von den Chemikern, hier reden wir von der Säure, was genauso klingt. Und ich spreche ja auch gerne mal an, wie selbst Einheimische, wie selbst Muttersprachler sich mit der Rechtschreibung vertun. Also dieser Witz hier, dieses Meme ist ganz putzig. Herzlichen Dank. Ich kriege solche schönen Memes zugeschickt und darüber freue ich mich immer. Und wir sehen uns hoffentlich bald morgen beim nächsten Meme wieder. Hasta luego!